Und jetzt werden wir herausgefordert. Nanu, ja? Wie? Ach, das war's schon? Ach Gott. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwas angreifen oder so vielleicht. Wie komme ich jetzt wieder raus? Sag jetzt nicht über den Wegpunkt. Ich glaube nicht, oder? Hier müsste ja eigentlich... Wo das jetzt hinführt, das will ich jetzt wissen. Wo führt denn das hin? Vermutlich sehr weit. Warte. Ah, ich kann tauchen. Ah, tauchen. War unter Wasser. Mir geht auch keine Luft aus. Das finde ich genial. Man hat unendlich Atem. Ist natürlich auf jeden Fall sehr realistisch. Aber, ach, hier komme ich raus. Okay. Okay, also hier komme ich also raus. Gut. Da ist noch eine Sehenswürdigkeit. Da ist noch eine Sehenswürdigkeit. Aber das ist alles viel zu hoch für uns. Was ist denn das? Nee, warte, hier war auch noch zu hoch, glaube ich. Hier ist für Level 21. Also auf der Seite ist noch alles ziemlich hoch. Hier waren wir schon... Nee, will ich nicht hin? Nein, nein. Hier oben waren wir auch schon. Da waren wir noch nicht. Ich gehe nochmal zu der Wegmarke hier. Ja, 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 möchte ich. So. Und dann gehe ich nochmal dahin. Mal gucken, was da ist. Aber ich wüsste jetzt gern, wo jetzt hier noch eine Fähigkeitsdings ist. Also eine Aufgabe, meine ich. Hm, komisch. Hm. Also hier scheint erstmal keine zu sein. Schauen wir mal. Warte mal, Map. Wie viel haben wir denn schon? 9 von 15. Ach, so viel sind ja gar nicht mehr. Ich glaube, das geht auch bis Level 25 hier. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut, dass wir schon 9 von 15 haben. Also nichts Ungewöhnliches zumindest. Ich glaube, ich kann hier durch und dann da drüben rein. Warte mal. Da ist noch eine Sehenswürdigkeit. Die will ich jetzt mal entdecken hier. Lohnt sich ja eh nicht, später nochmal hinzugehen, weil das Level wird eh nicht, wird eh runtergestuft. Von daher lohnt sich das nicht, wie in anderen Spielen, wo man sagen kann, da laufe ich mal ganz schnell rein. Und weil ich dann schon Level 80 bin und die sind erst Level 19 und die haue ich mit einem Schlag tot und die können mir gar nichts anhaben. Sondern man kann einfach so reinlaufen, die können einem was anhaben und man läuft einfach wieder weg. Das geht anscheinend auch. Ups. So. Nanu, jetzt renn doch schneller, schneller, renn schneller, Hilfe, 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 Hilfe. Oh mein Gott, sie haben mich umzingelt. Also eigentlich nicht, die sind eigentlich nur hinter mir, aber Hilfe, ich will weg. Okay, ich werde in Ruhe gelassen, so geht das natürlich auch. Da ich sehe noch eine, Wegmarke und bin mal gespannt, welches Level das hier ist, Level 20, hm. Er ist natürlich nicht so pralle gerade. Ich gucke mal nochmal woanders, ob wir noch irgendwo Quests haben. Da war doch noch... Ich könnte ja mal ins Menschenstartgebiet gehen. Das war so wunderschön eigentlich. So, hier ist gerade... Sehe ich gerade gar nichts. Hier sind nur Schwarzbären, so wie es aussieht. Da ist noch eine Sehenswürdigkeit im See. Warte mal, da. Und da ist noch eine. Das ist aber auch für Level 20. Ich glaube, das machen wir mal später. Schwarzklingensee, ja, ist, glaube ich, alles noch ein bisschen zu hoch für uns. Von daher würde ich mal sagen, wir gehen mal... Hier ist... hier könnten wir was machen. Da haben wir aber auch schon einiges fertig. Ansonsten, wo war denn noch was? Warte mal. Nach Löwenstein könnten wir mal gehen. Wo ist ein Löwenstein? Da ist Level 80. Schwarze Zitadelle. Nee. Nein, 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 nein. Ich klicke da immer aus Versehen drauf. Ich kann das gar nicht weiter hier hinziehen. Da ist nämlich Ende. So. Okay. Höhlbrack, Zittergipfelgebirge, Löwenstein ist hier. Nee, aber Löwenstein war das nicht, ne? Das war gar nicht Löwenstein, wo wir hin müssen. Das war eigentlich. Aber wir gehen da trotzdem mal hin. Nee, wir machen es uns mal einfacher. Also billiger. Ich stehe auf billig. Nee, wir gehen mal, wo waren das? Hier. Asura-Tor. Da gehen wir mal hin. Das kostet nur 21 und dann gehen wir einfach durchs Tor. Da kommen wir genauso hin. Haben zwar mehr Ladebildschirme, aber das ist ja auch egal. So.
So, hier haben wir ganz wenig FPS. Gut, 21. Boah, doch. Okay, das war nur kurz nach dem Ladebildschirm. Jetzt ist doch wieder mehr. In Löwenstein hat man sehr wenig. Muss ich ja auch mal sagen. Hallo? Achso, Reisen. F. Na jetzt. Hallo? Hä? Ich klicke auf Reisen, das geht nicht. Ich laufe da durch, dann geht's auf einmal. Finde ich sehr seltsam. Scheint aber so gewollt zu sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Waren wir jetzt eigentlich schon überall? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich wurde in den Überlauf verlegt. Ich habe zu viel getrunken. Ich laufe über. Oder ich bin zur feindlichen Seite. Nee, der Hain? Gehe ich da hin? Nee, komm, ich gehe mal. Wobei ich da noch nie war. Also einmal ganz kurz war ich, glaube ich, hier. Aber ich gehe da jetzt mal hin. Ja, komm, ich gehe da mal hin. So. Hier drin gibt es ja nur Wegmarken und Aussichtspunkte und Sehenswürdigkeiten in den Städten. Die könnten wir uns eigentlich auch mal alle holen, wenn ich wüsste, wo sie sind. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich hier noch nie so wirklich richtig war. Bis auf halt einmal, wo wir den Aussichtspunkt da... Ne, wisst ihr ja noch. Da standen wir da oben, hier oben, da und haben uns da umgeguckt. Im Moment aber gibt es hier anscheinend... Was ist das denn? Ach, das ist ein Aufzug... ja, Instanz betreten. Okay, gehen wir mal dahin. Gucken wir mal. Ist ja cool. Ach, ist das schön hier. Oh. Ach, wir fliegen auf so einem... Es erinnert mich an diese Blüten vom Löwenzahn. Nein. Ich will es nicht verlassen. Ich bin ja gerade erst reingegangen. Ihr Witzbolde. So. Hier... So, okay. Ich dachte, man könnte jetzt hier aus der Instanz aus Versehen rauslaufen. Man kann, glaube ich, runterspringen. Geht aber sonst nicht. Was ist denn hier? Ja, keine Ahnung. Hier sind Waldhunde. Hier ist eine Tafel. Die Worte des weisen Zentauren Ventari sind in diesen Stein gemeißelt. Mehr als nur ein einfaches Relikt stellt diese Tafel das moralische Fundament der Silvari-Gesellschaft dar. Tafel lesen. Lebt gut in vollen Zügen und vergeudet nichts. Keine Angst vor Schwierigkeiten, harter Boden stärkt die Wurzel. Der einzig dauerhafte Friede ist der Friede in eurer Seele. Alles hat ein Recht darauf zu wachsen. Die Blume ist die Schwester des Unkrauts. Lass dein Unkraut nie zu Bösem reifen oder Leid. Handelt weise, doch handelt. Vom kleinsten Grashalm bis zum höchsten Berg gehet, wohin das Leben geht. Oh, das ist ja hier philosophisch, Mensch. Das ist ja, nee, komm, das ist mir zu hoch. Ich hatte damals Religion. Nein, ich hatte Philosophie, aber das war mir auch nicht so, naja. Wobei, so schlimm war ich da gar nicht. In Sport war ich richtig schlecht. Obwohl ich, was ich in Minecraft heute erzählt habe, also heute ist gut, die Folge kommt erst in ein paar Wochen raus, oder? Weiß ich gar nicht. In Sport war ich auf jeden Fall nicht so gut. Was wollte ich sagen? In Sport war ich nicht so gut, obwohl ich eigentlich ziemlich dünn bin. Das hatte ich, glaube ich, erzählt in Minecraft, genau. Oder hatte ich das erzählt? Ich weiß gerade gar nicht. Also so dünn du auch wieder nicht. Nicht wie so ein magersüchtiges Model, dass ich da halb Skelett bin irgendwie. Also mehr Untote als lebend. So, ich möchte gern einmal, dass du mir meine Rüstung verflixt und zugenäht. Und dann möchte ich noch gerne ein paar Dinge verkaufen. Und zwar Schrott verkaufen. Dann... Nee, schließen. H ist Held. Und... Dann muss man einmal hier, ach so. So, jetzt. Und zwar, das können wir einmal ausrüsten. So, und das ist sogar besser als das, was wir haben. Nee, das ist ja ein Gewehr, das ist ja Quatsch. Okay. Ein paar Dinge verkaufen. Wollsocken, will ich die behalten? Ich weiß es nicht. Die können wir verkaufen, die können wir verkaufen. Die können wir verkaufen. Ach so, warte mal, Rückkauf. Was habe ich jetzt verkauft? Schultern des Lehrlings, glitzernde... Die ihn doch nicht verkaufen, dann kommen wir doch mal. Moment. I. Alle Sammelgegenstände lagern. So. Öffnen.
Wiederverwerten. Nehmen wir mal das hier. Das können wir wiederverwerten. Und das nicht. Das können wir wiederverwerten. Das nicht. Das können wir auch nicht wiederverwerten. Das geht auch. Das können wir wiederverwerten. Wow, hier ganz viele Bergmannsbeutel, die wir hier rumflattern haben im Inventar. Alter. Also nicht immer normal. Hier konnten wir noch was wiederverwerten. Moment. Aber wir hatten nicht mehr genug. Nee, da. Ach, scheiße, das nicht. Was waren das? Ach, hier. Metallschrott. Oh, ein mächtiger Reif des Sehers. Kann aber von meiner Klasse nicht verwendet werden. So ein Mist. Und ich nuschel schon wieder ein bisschen. Kann das sein? So, Moment. Ihr habt was von Rüstung. Ich möchte ein paar Dinge verkaufen. Und zwar. Achso, Moment. Bis zum nächsten Mal. So, alle Sammelgegenstände lagern. Okay, dann haben wir nur noch die Sachen, die hauen wir einfach mal weg. Ich wüsste ja gerne, was ich mit den Wollsocken machen kann. Löwengarde gegen andere Belohnungen eingetauscht werden. Hässliche Wollsocken, was wollen die damit? Keine Ahnung. Ach, jetzt Mist, jetzt habe ich die verkauft. Nein! So. Schließen. Was will ich jetzt? Ah, hier ist doch nur irgendwo ein Aussichtspunkt. Aber wo? Gute Frage. Hier irgendwo. Da kann man noch runter, oder? Also kommt man nicht runter, okay. Ach, man kann hier gar nicht runterfallen, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Hier ist noch irgendwas? Warte mal. Ich muss mich hier mal umsehen. Ich. Was? Taucherbrille? Was zur Hölle? Drehschlag, Salto? Keine Ahnung, was. Verwandlung beenden. Ah, ich verstehe. Warte, 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 Moment. Ah, ich muss hier reinspringen. Halt, Taucherbrille. Ich habe das Unnachahmliche erreicht. Ja, das hat's gebracht jetzt hier. Dafür habe ich die auf jeden Fall gebraucht. Jetzt ist die Verwandlung doch wieder weg. Das ist ja seltsam. Okay, aber hier ist auch irgendwo ein Aussichtspunkt. Aber ich finde den nicht. Komme ich hier irgendwie wieder raus? Ah, hier. Hier geht's wieder raus. Und hier ist noch eine Wegmarke. Ich versuche einfach mal diese Stadt hier zu erkunden. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Da auf jeden Fall. Und wo ist dieser Aussichtspunkt denn? Warte mal, hier geht's hoch. Ich gucke mich einfach mal um. Ich habe nämlich keine Ahnung, was hier ist. Und, ich habe wieder was entdeckt. Okay. Jetzt sind wir weiter oben anscheinend. Ah, was? Warte, 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 warte. Halt. Ah, trinken. Trinkt den Nektar. Verlassen. Okay, jetzt kann ich mich schneller bewegen. Das ist ganz praktisch hier in der Stadt. Und dann kann ich sehen, dass ich hier hinkomme. Was ist das denn hier? Ein Pilz? So, nee. Ich dachte, damit könnte man interagieren, aber es geht nicht. Gut, ist hier nicht irgendwas? Nee. Was ist das denn hier? Ach, die machen hier Bogenschießen. Okay. Warte. Ja, war ich hier schon? Warum bin ich so müde? Alter, ich bin schon wieder müde. Hier war ich. Nee, hier war ich noch nicht. Okay, Moment. Hier ist schon wieder eine Nektarpflanze. Ich könnte einfach nochmal. Achso. Ich habe bereits getrunken, gut. Mein Gott, dann halt nicht. Hier geht's nochmal hoch. Hier sehe ich nicht mehr durch. Ich frage mich, wie man sich hier nicht verlaufen kann. Ich weiß es nicht. Irgendwann wird man es vielleicht noch rausfinden. Hier ist noch ein Weg. Hier war ich doch schon. Ach, hier geht's wieder. Nee. Doch, hier geht's wieder nach oben anscheinend. Was ist das hier? Fahrstuhl, was? Ich kann es nicht lesen. Ich gehe einfach mal zu Ronans Laube. So, flieg, kleiner, was auch immer. Du bist Löwenzahn. Ruckel erstmal ein bisschen rum, genau. Das ist auch immer ganz gut. Weißt du, und ich stehe da unten schon. Ich fliege in dem Ding, aber ich stehe unten schon. Ist so klar, ist irgendwie total logisch. Kann ich ganz gut nachvollziehen. Muss ich ja mal so sagen, wo geht's hier eigentlich raus? Ich kann ja mal auf der Karte gucken, aber ich glaube nicht, dass die mir wirklich weiterhilft. Die ist ja noch verwirrender. Oh Gott, hier ist ein Schössling. Was ist das denn hier? Karma. Geht, wohin der
das Leben geht. Paprika, Basilikumblatt, das will ich alles gar nicht. Nee. Karma-Händler. Ach ja. Ich gähne erstmal ein bisschen, weil ich weiß nicht, wo ich hier lang muss. Hier geht's auch noch irgendwo hin, oder?